Ist ja eine Strecke mit ein bisschen mehr langen Geraden. Sollten wir also dabei sein. 3, 2, 1, los! Weil der Schub dann die ganze Gerade anhält, kann man sie nicht mehr aufholen. Aber ich kann mit diesem Auto auch viel besser jetzt abschätzen, wie ich die Kurve zu nehmen habe. Hoher Forschungsaufwand zum Sieg. Langsam arbeiten immer mehr Leute hier. Hey Junge, gute Nachrichten. Wir waren so erfolgreich, dass wir mit der Entwicklung des neuen Roadster anfangen können. Ich habe schon einen Bereich für den Prototyp vorbereitet. Oder willst du lieber mit der Entwicklung eines Sportcar beginnen? Jedenfalls brauchen wir Forschungsgelder und müssen die vereinbarten Absatzziele erreichen. Wenn ich einen Roadster entwickeln soll, begib dich zum Zeichenbrett und zeige auf das Modell, an dem ich arbeiten soll. Du bist der Boss und hast das Sagen. Dich sollte man zum Vizepräsidenten einstellen. Roadster kann entwickelt werden. Naja, und für den Roadster muss ich zuerst überhaupt
Also für den Sportcar muss ich überhaupt zuerst einen Roadster-Absatz haben. Plus 300 Forschungsgelder. Forschungsgelder ist sowieso bei mir. 300 sind die Rennergebnisse bei mir. Entwickeln Sie einen Wagen, wenn Sie genug F&D-Punkte haben. Jetzt kann ich mit dem Roadster beginnen. Entweder der Atlas oder das Wagon Nerf. Das heißt also, ich kann alle Gruppen machen, die ich will. Also ich kann von der Roadster-Klasse eigentlich jeden Wagen entwickeln, wie ich ihn möchte. Dann mal den Wagon Nerf, würde ich sagen. So, und für einen neuen Roadster muss ich nochmal 100 verdienen. So, ich würde mal sagen, wir gehen nochmal zur City Competition. Und wählen noch ein Rennen. Luca. Luca, ja, also es gibt schon gewisse Leutchen, die hier gearbeitet haben, die haben auch schon George und Luca geheißen. Luca ist nämlich der Name meines Bruders, aber das wisst ihr ja bereits. So, für dieses Rennen kann ich hier kurzes Getriebe verwenden. Ich denke, zwei Rennen kann ich da locker noch reinschieben. Vielleicht auch noch ein drittes, dann wäre dieser Cup dann geschafft. Sofern ich natürlich gut genug bin. Das werden wir dann sehen. 3, 2, 1, los! Scheiße, diese Kurve. Letzte Runde. Konnte ich da gewinnen? Meine Gegner vor mir haben sich abgeschossen. Aber wie ist das denn passiert?
Das ist das erste Mal wirklich mal die Wiederholung sehen. Erste Runde war natürlich schlecht, so wie die letzten Male auch immer. Ich weiß jetzt nicht, wer es war. Aber ich bleibe jetzt einfach mal auf den vorderen. So, jetzt. Die ganze Zeit nebeneinander. Und. Ah! Er hat den Renault abgeschossen. Und wir alle sind reingefahren. Aus der MG, der nicht. Das sind jetzt die letzten zwei Plätze geworden. So traurig. Für sie. Nicht für mich. Mercedes LK32 AMG. Der Wagen läuft prima und du hebst ab. Ja, also das ist gute Arbeit gewesen. Der Wagen läuft jetzt wirklich gut. Jetzt habe ich 2 Rennen von hier gewonnen. Gut, das eine mit viel Glück, Kapper. Das darf ich ja auch mal haben. Ich bleib beim kurzen Getriebe. Es ist ja eine kurze Strecke. Hat zwar lange geraden, aber es ist eine relativ kurze Strecke. Drei, zwei, eins, los! Wow, ist das eigentlich hier?
sagen, das ist wirklich gut herausgekommen. Das ist sehr konkurrenzfähig. Wieder ein erster Platz. Sehr, sehr schön.